Hallo und herzlich willkommen zu deinem nächsten Freitagsimpuls. Heute habe ich das spannende Thema mitgebracht, dein persönliches Erfolgstagebuch. Denn auch kleine Erfolge sind Erfolge. Was es damit auf sich hat, verrate ich dir in den nächsten 1,5 bis 2 Minuten. Kannst du spontan deine letzten 10 Erfolge nennen? Jetzt wirst du sagen, na, mir fallen wahrscheinlich eher die letzten 10 Fehlschläge oder Misserfolge ein. Dann lass uns das doch einfach ab heute ändern. Damit du kleine Erfolge als Erfolg in Erinnerung behältst, dadurch dir deiner Stärken noch viel, viel bewusster bist und vor allen Dingen auch motivierter bleibst, habe ich einen Tipp von den Umsetzungsprofis für dich. Fang an, dein persönliches Erfolgstagebuch zu schreiben. Jetzt wirst du sagen, Erfolgstagebuch, was meint er denn jetzt? Na, kauf dir ganz einfach ein schönes Notizbuch, eines, das dich besonders anspricht. Oder wenn es dir lieber ist, kannst du auch eine App benutzen oder du machst einfach eine Datei auf an deinem Notebook, an deinem Smartphone, was auch immer du nutzen willst. Du brauchst dafür nur 5 Minuten am Tag. Am besten machst du das entweder morgens nach dem Aufstehen oder bevor du schlafen gehst, ganz wie du magst. Und notiere dir einfach 2 bis 3 kleine Erfolge, die du heute erlebt hast. Falls dir auf die Schnelle mal nichts einfällt, dann versuch doch einfach ein paar der folgenden Fragen zu beantworten, die dir ganz schnell helfen werden, die richtigen Erfolge aufzuschreiben. Wofür bin ich heute stolz auf mich? Was habe ich heute geschafft, was mich meinem Ziel näher gebracht hat? Was habe ich heute erledigt, das ich schon lange vor mir hergeschoben habe? Wenn du das nächste Mal also das Gefühl hast, nichts funktioniert, dann wirf doch einfach mal einen Blick in dein Erfolgsjournal und überzeug dich selbst davon, was du schon alles in den letzten Tagen, Wochen und Monaten geschafft hast. Dieser kleine Ego-Boost für zwischendurch, der wird dir ganz bestimmt helfen. Und dazu mein Denkanstoß am heutigen Freitag für dich. Schreibe noch heute deinen ersten Eintrag in dein persönliches Erfolgstagebuch. Du wirst sehen, wie viel kleine und unbemerkte Erfolge du täglich erzielst. Und mit diesem Bewusstsein veränderst du tatsächlich die Welt um dich herum und bestimmst auch deinen Erfolg. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Freitagsimpuls.